Ja, diese Niederlage schmerzt heute extrem, halt, weil wir auch nächsten Beinspiele mit BSC und Blau-Weiß, die beiden Spitzenteams vor der Nase hatten oder haben immer noch und mit dem Sieg heute die Möglichkeit gehabt hätten, ein richtig Spitzenspiel zu haben mit Tuchfühlung, wo wir hätten noch vorbeiziehen können mit Siegen. Das haben wir uns natürlich heute verbaut und deswegen ist die Niederlage sehr ärgerlich. Nee, das ist richtig. Bisher nicht oft passiert. Ich glaube, dass man auch in gewisser Weise manchmal das Glück ein bisschen herausfordern muss. Also das ist das, was uns auch so ein bisschen in den letzten Wochen gefehlt hat. Jetzt so seit 2-3 Wochen sind wir besser drinne in der ganzen Materie. Das sieht man auch kämpferisch, läuferisch. Und ich sag mal dann, ja, der Kader wird wieder ein bisschen breiter, Verletzte kommen zurück und dann sieht man auch, dass man dementsprechend auch Qualität von der Bank bringen kann. Ja, und wenn man sieht, Tobias Schmidt zählt eigentlich immer noch zum Stammpersonal, hat noch nicht ganz Kraft für 90 Minuten, kommt dann im Endeffekt rein und macht jetzt das entscheidende Tor. Dementsprechend ist es einfach, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, als Trainer dann so wechseln zu können, dann ist es optimal. Und deswegen, wie gesagt, war uns mal ausnahmsweise das Glück gegönnt. Ja, ja, die war eine verdiente Niederlage, die wir uns selbst erarbeitet haben schon in der Woche. Und wir müssen uns nicht beklagen, heute verloren zu haben. Natürlich, ich sag mal, auch das Spiel letzte Woche, das 0-3 gegen BSC, das hat auch Kräfte freigesetzt, weil wir da, fand ich, noch spielerisch besser waren als heute. Aber die, ich sag mal, wenn man 7 Punkte hier vor dem Spiel hat, was will man da jetzt erwarten? Da ist eigentlich jeder kleine positive Zipfel, der sollte im Endeffekt genutzt werden, um nochmal Schwung mitzunehmen. Ich habe das letzte Woche gesagt, wir haben das gegen BSC verpasst. Da haben wir gut gespielt und haben heute hier eigentlich auch gut angesetzt an die ganze Sache. Und dass es dann natürlich 3-2 ausgeht, ist natürlich großartig für uns, weil Derby-Sieg hin oder her, ich sehe das ähnlich wie mein Trainerkollege, also ob jetzt Rudo oder Tasmania oder sonst irgendwas, interessiert reichlich wenig. Es geht da auch nur um 3 Punkte und die haben wir heute dementsprechend eingefahren und das überwiegt. Ja. Na, erstmal müssen wir besser Fußball spielen halt, ne? Und defensiv besser verteidigen, gesamt als Mannschaft, nicht nur die 4 hinten, sondern gesamt als Mannschaft und einfach besser Fußball spielen.